Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen beim Kliniktasche packen. Ich habe gerade schon so ein paar Sachen rausgesucht und dachte, ich nehme euch so ein bisschen vlogartig dabei mit. Ich mache auch noch ein Video, wo ich alles komplett zeige, also die Tasche komplett nur mit euch nochmal ausräume. Einfach genau, damit ihr so eine genaue Liste habt. Aber jetzt so ein bisschen beim Packen wollte ich euch mitnehmen. Das Video wird ein bisschen aufgeteilt sein, also auf mehrere Tage, weil ich heute nicht alles komplett packe. Aber das werdet ihr dann sehen. Aber ich wollte jetzt schon mal die ersten Sachen zeigen, denn ich habe hier schon ein paar Sachen rausgelegt. Und die können wir auf jeden Fall schon einpacken. So, hier seht ihr einfach meine Kliniktasche. Die habe ich mir neu bestellt. Den kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Und die ist richtig schön groß. Und da passt auf jeden Fall richtig viel rein. Die hat auch ganz viele verschiedene Fächer und eine Wickelunterlage sogar noch dabei. Genau, und die ist ganz, ganz beliebt als Wickeltasche. Und da habe ich mir gedacht, hole ich mir die auch. Denn die Tasche, die wir bei Lia hatten, ist kaputt. Und wir hatten gar keine Reisetasche oder ähnliches. Und deswegen habe ich mir jetzt die bestellt. Einfach auch für kommende Sachen. Ist sogar noch das Papier dran. So, genau. Also das ist die Kliniktasche, verlinke ich euch in der Infobox. Dann habe ich hier schon mal so ein bisschen Kleidung rausgesucht für die Kleine. Ihr wisst ja, wir werden sie von Anfang an mit unseren Sachen anziehen, beziehungsweise möchte ich sie diesmal ein bisschen mehr nackig lassen. Ist ja auch Hochsommer, also kann man das ja ruhig mal machen. Und ich möchte ein bisschen mehr Bonding und sowas machen. Aber trotzdem nehme ich natürlich ein paar Sachen mit. Ein Homecoming-Outfit steht noch nicht. Also das ist jetzt noch nicht dabei, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Und genau, das packe ich dann später ein. Und man weiß ja auch gar nicht, wie warm es wird. Vielleicht trägt sie am Ende einfach nur ein Body und eine Strumpfhose auf dem Nachhauseweg, wer weiß. Genau, ich wollte jetzt einfach nur mal zeigen, was ich so ungefähr dabei habe. Einmal habe ich ein paar Bodies. Wie gesagt, ihr wisst, wir ziehen sie nur mit unseren Sachen an. Das heißt, ich brauche da auf jeden Fall ein paar mehr, als wenn man nur nach Hause fährt und die Sachen aus dem Krankenhaus nimmt. Ich habe jetzt nur 50 mitgenommen, weil wir bei Lia beides mitgenommen haben, beziehungsweise nur ein 50er Body und das war viel zu wenig, weil sie sich so oft vollgespuckt hat. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal 5 eingepackt in 50. Und ich denke, damit kommen wir auf jeden Fall aus. Also ich habe jetzt mal so 2 pro Tag gerechnet. Und dann kommt ja auch noch das Homecoming-Outfit, wie gesagt. Dann habe ich hier meine waschbaren Stilleinlagen. Ich weiß nicht, also bei Lia habe ich noch keine Stilleinlagen gebraucht, weil der Milcheinschuss erst zu Hause kam. Aber jetzt ist das Stillen ja noch gar nicht so lange her. Und deswegen, weiß ich nicht, wie schnell das kommt. Und dementsprechend packe ich mir auf jeden Fall meine waschbaren Stilleinlagen ein. Da habe ich jetzt 8 Stück, also 4 Paar. Dann dünne Söckchen. Ich habe extra keine dicken Socken eingepackt, sondern ganz dünne Socken. 2 dünne Strumpfhosen, weil wie gesagt, im Sommer ist das, glaube ich, richtig praktisch. Einfach ein Body und dann eine Strumpfhose. Dann habe ich trotzdem aber noch 3 Höschen eingepackt, auch ganz dünne. Hier zum Beispiel eine mit 50 mit Füßen unten dran. Ist, glaube ich, auch super praktisch bei dem Wetter. Dann eine Pumphose. Und diese hier, die ist auch super schön dünn. Und ich glaube, das ist auch perfekt für die Temperatur dann. Je nachdem, auch drinnen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen wärmer im Krankenhaus. Muss man natürlich auch berechnen. Dann habe ich trotzdem noch Schuhchen mit, falls es an dem Tag, als wenn wir nach Hause fahren, so kalt ist wie heute, dann braucht man auf jeden Fall die Schuhchen. Dann habe ich noch meine Stillhütchen mitgenommen. Die hatte ich bei Lia damals, aber die haben wir nicht gebraucht. Und genau, ich dachte, vielleicht brauchen wir die jetzt. Die aus dem Krankenhaus sind ja nicht so toll. Und genau, deswegen habe ich hier die von Medela einfach mal mitgenommen. Die sind, wie gesagt, noch neu. Und auch passend dazu nochmal Multimarm-Kompressen. Die gab es bei uns im Krankenhaus, nicht bei Lia. Und die haben mir wirklich mein Popo gerettet, als sie hier zu Hause war. Genau, deswegen kommen da auf jeden Fall 3 Packungen mit. Und ein paar Mützchen. Ich weiß ja nicht, wie groß sie wird. Und deswegen habe ich hier ganz viele verschiedene Größen und auch ein etwas dickeres Mützchen für den Nachhauseweg. Eventuell, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie warm es wird. Also heute, wie gesagt, ist es ziemlich kühl draußen. Und ebenso ein dünnes Jäckchen. Das ist wirklich nur richtig dünn. Wie ihr seht, ist so ein kleines Strickjäckchen für nach Hause. Wie gesagt, die Kleinen frieren ja doch manchmal ganz schön oft und ganz schön doll.
Und auch für den Nachhauseweg, aber auch für die Zeit im Krankenhaus. Wir hatten bei Lille auch so eine kleine Decke mit. Da habe ich hier nochmal so eine kleine Strickdecke mitgenommen. Hier steht noch ihr Name drauf, den zeige ich natürlich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist die auch ganz dünn und wir haben Lia die ganze Zeit da drin transportiert, also rumgetragen und eingewickelt und sowas. Und das wollte ich jetzt diesmal auch wieder und natürlich auch für den Nachhauseweg einfach so zum Drüberlegen in der Babyschale da. Ja, das sind jetzt also die ersten Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe und die werden wir jetzt gleich direkt in die Tasche packen und die werde ich auch, denke ich, irgendwie so an die Seite. Ach so, ich habe hier übrigens schon ein paar Sachen eingepackt. Also so sieht die Tasche schon mal nochmal aus. Die ist wirklich riesig. Man hat hier ganz viele verschiedene Fächer und sowas. Also ich denke, die ist auf jeden Fall perfekt als Thementasche. Und ich habe hier schon drei Spucktücher drinne. Bei Lia hatten wir damals nur eins dabei und das war viel zu wenig, weil sie so viel gespuckt hat und bei uns im Krankenhaus gab es keine. Und deswegen, genau, habe ich jetzt drei Stück mit. Ich denke, das passt. Und ein großes Spucktuch, das ist so richtig groß. Das wollte ich zum Pucken nehmen. Ich weiß nicht, ob ich noch eines mitnehme, weil sie, wie gesagt, so viel spuckt oder Lia hat so viel gespuckt. Wer weiß, ob das zweite Baby wieder auch so ist oder nicht. Genau, weil wir diesmal auf jeden Fall viel mehr pucken wollen, beziehungsweise sie dann nackig in Windel und dann einfach pucken. Und das haben wir bei Lia alles gar nicht gemacht, aber das möchte ich diesmal auf jeden Fall ein bisschen intensiver machen und deswegen, ja, wollte ich das mitnehmen. Aber überlege da, wie gesagt, noch, ob ich noch ein zweites mitnehme. Aber das weiß ich noch nicht. Aber das habe ich schon mal in die Kliniktasche gepackt, die letzten Tage. Und dann wollte ich noch mal schauen, eben nach Schnullern. Das Problem ist, dass wir erst einen haben, so richtig, beziehungsweise ein Set habe ich mir gekauft. Und ich weiß jetzt nicht, die Kette ist gerade unten. Genau, ihre Schnullerkette mit dem Namen liegt im Stubenwagen. Aber ich werde auf jeden Fall noch zwei Schnuller mitnehmen. Einmal diesen hier von Bips. Und dann noch einen runden von Bips. Ich habe hier zwar noch den, auch von Bips. Na komm. Aber ich wollte gerne den anderen mitnehmen, der, wie gesagt, an der Kette dran ist. Und dann reicht es auch. Wir hatten bei Lia damals auch Schnuller mit und sie hat den tatsächlich sogar im Krankenhaus benutzt. Und da wurden wir auch nicht komisch angeguckt oder so, sondern genau, das konnten wir einfach selber entscheiden. Und es hat gut geholfen, weil sie tatsächlich echt wirklich die ganze Zeit nuckeln wollte. Genau. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall zwei mit. Je nachdem, was ihr lieber gefällt. Wobei der ziemlich groß aussieht hier, finde ich. Vielleicht nehme ich da doch lieber den anderen mit. Der ist nämlich ein bisschen kleiner. Oh ja, der ist viel kleiner. Ja, nehmen wir lieber den hier mit. Der ist zwar aus Latex, aber das ist ja kein Problem. Und der Unterschied ist enorm, guck mal. Ja, der ist auch vorne viel kleiner. Dann nehmen wir auf jeden Fall den kleineren mit. Und wie gesagt, noch den anderen in rund. Die sind auch schon fertig, also abgekocht und so. Genau, das sind auch die einzigen, die ich in klein da habe. Und in sonst in größer habe ich auf jeden Fall noch die von Lia. Die sind auch alle original verpackt, weil sie ja keinen genommen hat. Genau, aber erstmal jetzt in klein nehmen wir den mit und den anderen. Und dann noch ihre Schnullerkette. Da ist wie gesagt auch der andere Schnuller dran. Ja, aber der liegt wie gesagt noch im Stubenwagen. Und dann müsste ich eigentlich auch alles für die kleine Maus haben. Ich werde keine Stoffwindeln mitnehmen, weil wir erst wickeln wollen, wenn, ja, wenn wir zu Hause sind und wenn unsere Windeln aufgebraucht sind. Wir haben nämlich hier so noch ein paar Restwindeln von der Großen, die sie damals nicht gebraucht hat, aber ich habe die nicht weggeschmissen, sondern aufbewahrt. Das ist einmal Größe 0 und einmal Größe 1. Und die wollten wir jetzt einmal aufbrauchen und dann mit Stoffwindeln anfangen. Auch wegen dem Kindspech und so, damit würde ich mir ungern meine Stoffwindeln versauen. Und genau, deswegen wickeln wir die ersten Tage mit Wegwerfwindeln. Und dann geht es ganz entspannt los mit Stoffwindeln. Die sind auch alle schon gewaschen und alle fertig. Und deswegen nehme ich auch keine mit. Ich nehme auch keine für den Nachhauseweg mit, weil das haben wir bei Lia auch alles nicht gebraucht. Wir haben sie einfach vorher gewickelt.
Und dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde später waren wir zu Hause, da haben wir sie nochmal gewickelt. Ja, das hat auch super geklappt. Sie hat die ganze Autofahrt geschlafen. Also alles supi. Und sonst, genau, gibt es ja auch alles im Krankenhaus. Also Windeln und sowas gibt es alles im Krankenhaus. Und da werden wir auch nichts mitnehmen. Wie gesagt, ich werde nur Kleidung mitnehmen, weil ich nicht die aus dem Krankenhaus nehmen möchte. Aber das wisst ihr ja, wie gesagt, habt ihr ja bei Lia auch mitbekommen. Es hat super geklappt und es war auch überhaupt nicht komisch für die im Krankenhaus. Also die, ich habe natürlich gefragt, ob wir das dürfen. Und die haben gesagt, natürlich, nur wenn etwas wegkommt, dann haften die natürlich nicht dafür. Ne? Weil wenn die Kinder zum Beispiel kurz mitgenommen werden für irgendeinen Test oder so, dann werden die halt auch mal umgezogen. Ja, aber bei uns war das immer so, wenn sie die Kleine mitgenommen haben, das war nur einmal so. Einmal war sie nur ohne uns zu irgendeinem Test. Und da haben sie gefragt, ob wir neue Klamotten haben für sie, weil sie gesehen haben, dass Lia eben unsere Sachen trägt. Und dann haben sie sie einfach mit unseren Sachen angezogen und die dreckigen Sachen einfach mit ins Beistellbett da gelegt. Also dieses Bettchen, was sie da immer haben. Genau, das fand ich auch mega cool und da ist auch nichts weggekommen. Und genau, deswegen werden wir das diesmal wieder so handhaben. Natürlich muss man da trotzdem aufpassen, aber das muss jeder auch selber entscheiden. Ja, ich überlege noch die ganze Zeit, ob ich ein Handtuch mitnehme für, ja, für das erste Kennenlernen. Also, wenn sie mir direkt nach der Geburt auf die Brust gelegt wird, weil... Das habe ich jetzt in mehreren Videos schon gesehen auf YouTube, habe mir natürlich wieder Videos angeguckt, obwohl ich schon das zweite Mal jetzt ein Kind kriege. Aber da haben viele ein Handtuch mitgenommen und das vorher der Hebamme gegeben und gesagt, hier, ich möchte nicht irgendeins aus dem Krankenhaus nehmen, sondern ich möchte eins von mir zu Hause, was ihr mir denn, also was, womit ihr die Kleine einpackt, wenn sie mir auf die Brust gelegt wird. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich einfach daran denken werde, wenn ich in Wehen liege und dann in der Tasche rumwühle, hier, ich habe noch ein Handtuch, bitte benutzt das. Und ich glaube auch nicht, dass die Hebammen daran denken werden. Selbst wenn ich das irgendwie direkt vorne hinlege oder so. Man ist einfach so unter Stress. Aber das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr es ja sogar auch so gemacht. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Aber wie gesagt, ich bin mir da total unsicher. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich daran denke, das aus der Kliniktasche zu holen. Und zweitens glaube ich nicht, dass da die Leute daran denken. Ja, aber viele machen das, weil sie nicht, also weil die Krankenhaushandtücher halt rau sind, nach Desinfektionsmittel riechen und sowas. Ja, und das wohl nicht so angenehm sein soll. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal die Sachen für die Kleine. Die werde ich jetzt auch alle schon mal einpacken. Die können ja ruhig nach unten in die Kliniktasche. Da muss man natürlich auch darauf achten, wie man das packt. Die Kreißsaal-Sachen werde ich nach oben tun und das, was ich brauche, dann wahrscheinlich auf die rechte Seite oder linke Seite und die anderen, die Babysachen dann auf die andere Seite, damit man alles griffbereit hat. Genau, ich werde diesmal keine Kliniktasche mitnehmen, das habe ich ja, natürlich werde ich eine Kliniktasche mitnehmen, keine Kreißsaaltasche mitnehmen. Das habe ich beim letzten Mal gemacht und wir haben sie tatsächlich gar nicht angerührt und gar nicht gebraucht. Und deswegen werde ich das diesmal nicht machen. Ich werde einfach die Sachen für den Kreißsaal bzw. das Outfit, was ich direkt nach der Geburt anziehe, so wie beim letzten Mal, oben legen, Snacks und Getränke nach oben legen und der Rest ist dann da drunter. Das heißt, was man zuerst braucht, ist ganz oben und der Rest, wie gesagt, nee, glaube ich, viel versteht, was ich meine. So, und jetzt packen wir das Ganze mal in die Tasche ein. Dann muss ich mal ein bisschen Platz machen, damit hier auch die große Tasche hinpasst. Ich habe übrigens sehr lang überlegt jetzt, ob ich wirklich waschbare Einlagen mitnehmen soll. Also es sind waschbare Stilleinlagen. Weil wenn die dreckig sind, muss ich die halt aufbewahren, einsammeln, irgendwo hintun, damit ich sie auch wieder mit nach Hause nehme und nicht, dass die dann irgendwie da anfangen zu stinken, wenn wir da 3 Tage sind oder so. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dann im Krankenhaus doch lieber noch normale nehmen soll, weil ich habe noch ein paar von Lia übrig, beziehungsweise auch so Werbegeschenken und sowas. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich die mitnehme oder lieber Wegwerfdinger, weil die muss ich ja auch irgendwie aufbrauchen. Und ich glaube, besser wäre, wenn ich die im Krankenhaus direkt aufbrauche. Und die kann ich ja hier bei mir zu Hause einfach mit in die Wäsche schmeißen. Dann ist es einfacher.
Aber genau, das überlege ich einfach noch. Ne? Das ist, könnt ihr ja auch, wie gesagt, auch noch mal kurz in die Kommentare schreiben. Dafür finde ich solche Videos immer ganz gut. Genau, und jetzt packen wir erstmal die Tasche. Bügel hier. Hier ist, wie gesagt, auch noch eine Wickelunterlage drin. Ich glaube, die brauche ich nicht, aber ich lasse sie einfach drin, damit sie an Ort und Stelle bleibt. So, und dann tue ich die Spucktücher und sowas am besten nach unten, damit die Tasche schon mal so ein bisschen Halt kriegt. So. Ich habe die übrigens auch schon ein paar Tage offen stehen lassen, also jetzt schon ein paar Wochen offen stehen lassen, damit die so ein bisschen auslüftet, weil die wirklich sehr stark nach neuem Geruch gerochen hat. Und ich wollte nicht, dass die ganzen Sachen dann auch so riechen. Und jetzt riecht die gut. Und ich werde sie aber trotzdem auflassen. Also ich werde sie noch nicht zumachen. Genau. Genau, den Rest tue ich jetzt hier noch mit rein. Diese kleinen Sachen. Und zum Schluss noch die Bodies. So. Und dann ist das auch schon fertig. Und ihr seht, es ist einfach noch so viel Platz übrig. Wahnsinn. Genau. So. Das haben wir also. Für den Schnuller suche ich nochmal eben eine Box. Vielleicht habe ich da noch eine. Ja, hier habe ich tatsächlich sogar noch eine Box. Ich hoffe, die passt da rein. Das ist nämlich eine ganz andere Firma, aber es ist ja wurscht und passt sogar auch perfekt rein. Gut, kann ich das auch noch einpacken. Zu. Hier hat man sogar noch so ein kleines Thermofach für Getränke. Werde ich jetzt nicht brauchen, aber kommt auf jeden Fall ein Getränk rein. Aber das muss jetzt nicht unbedingt gewärmt oder gekühlt werden. Klappt, glaube ich, sowieso nicht. So, dann nehme ich auf jeden Fall auch noch eine Babybürste mit für die Haare, weil das hatten wir bei Lia auch nicht im Krankenhaus. Dann nehme ich hier am besten die kleine mit. Ja, die ist ein bisschen weicher hier, ein bisschen kleiner. Genau, damit man die Haare ein bisschen kämmen kann. Tue ich auch hier in die kleine Dings mit rein, kleine Tüte. So, und dann habe ich noch Brustwarzensalbe gefunden gerade. Die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Das habe ich alles bei Lia nicht gebraucht, wie gesagt, weil meine Brüste haben nicht wehgetan. Direkt, beziehungsweise dort am zweiten Tag haben die schon so ein bisschen wehgetan. Und da hatten wir keine Salbe da. Also wir haben nichts im Krankenhaus bekommen. Deswegen nehme ich das auf jeden Fall auch mit. Kommt auch hier vorne in die kleine Tasche rein. Genau, ich glaube, das reicht. Ich denke, ich werde vielleicht noch so ein kleines Mini-Paket Feuchttücher mitnehmen. Einfach für mich selber. Falls ich mal schnell irgendwie was abwischen möchte oder so. Und auf jeden Fall auch Desinfektionstücher. So, steht wieder an der gleichen Stelle. Genau, das packe ich jetzt auch nochmal hier rein in die kleine Tasche. Auch die Feuchttücher. Wie gesagt, um schnell mein Gesicht oder meine Hände mal kurz abzuwaschen oder sowas. Und dann habe ich jetzt gerade überlegt, ich habe hier so richtig kleine, weiche Waschlappen. Und ich habe auch schon in ganz vielen Videos gesehen, dass Leute eben so kleine Waschlappen mitnehmen, einfach um sich zu waschen, weil sowas gibt es halt im Krankenhaus nicht. Und bei Lia hatte ich absolut gar keine Lust zu duschen, aber wollte mich natürlich trotzdem einfach so ein paar Mal frisch machen. Und da gab es immer keine Handtücher. Dann habe ich diese Papierhandtücher da genommen, aber das war irgendwie doof. Und deswegen, glaube ich, nehme ich hiervon nochmal zwei mit. Einfach nur, genau, um mich selber nochmal frisch zu machen. Sind zwar eigentlich für die Babys, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, jetzt muss ich mir noch Gedanken machen wegen dem Homecoming-Outfit. Aber da habe ich ja auch noch ein paar Tage Zeit. Ich weiß nicht, ob ich da selber nochmal was nähe oder sowas. Aber hier haut mich jetzt einfach noch nichts um. Genau. So, und dann müssen wir eigentlich auch alles haben. Ich schaue jetzt gerade nochmal, ob ich irgendwas sehe, was mir jetzt direkt einfällt. Ich habe natürlich auch eine Liste fertig gemacht. Ich mache mir immer Listen. Und da werde ich jetzt gleich auch nochmal raufschauen und schon mal abhaken, was mir noch, was ich schon eingepackt habe jetzt. Und dann fehlt eigentlich nur noch ich und der Papa. Der Papa braucht natürlich auch noch ein paar Sachen. So, und hier bei meinen Meilensteinkarten für die Schwangerschaft, die ich benutze, ist hier noch eine Karte, Hallo Welt, hier bin ich, wo man dann so den Namen und so eintragen kann. Und die würde ich auf jeden Fall auch noch einpacken. Genau, muss ich nur gucken, wo ich die hinpacke. Vielleicht hier in die kleine Tasche, damit die nicht so zerknickt. Und dann würde ich da direkt gehen ein Foto machen im Krankenhaus noch. Ich glaube, das ist ganz süß. Und da gibt es einmal für die Jungs und einmal für die Mädchen. Genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Nochmal einmal schnell einen kleinen Überblick für euch.
Und dann, genau, geht es weiter mit meinen Sachen. Ich habe hier auf jeden Fall noch ordentlich Platz. Und dann nehme ich euch dann ein anderes Mal mit. So, meine Lieben, ein kleines Update zur Kliniktasche. Ich habe gestern noch ein paar Sachen zusammengelegt, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe. Und zwar die Sachen für mich. Und ich habe sogar die Wickeltasche schon angefangen zu packen. So, einmal habe ich hier eine kleine Zahnpasta gefunden. Die ist natürlich perfekt. Die werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dann habe ich mir einmal ein Cardigan eingepackt. Der geht auch über den Popo und ist auch richtig schön luftdurchlässig. Also der ist wirklich schön für den Sommer. Dann habe ich meine Leggings eingepackt. Und zwar von Lulun. Die passen jetzt noch, aber sind auch, ja, vor der Schwangerschaft waren die super. Und ich denke auch danach sind die perfekt. Eine Umstandsleggings wollte ich jetzt nicht direkt mitnehmen. Weil erstens brauche ich die ja jetzt noch und zweitens, glaube ich, sind die nach der Geburt ein bisschen zu groß. Deswegen habe ich hier normale Leggings dabei. Dann habe ich ein Still-BH dabei. Ich weiß nicht, ob ich ihn anziehen werde. Hatte ich bei Lia auch dabei, habe ich nicht angezogen. Ich habe nämlich immer diese tollen Still-Tops hier getragen. Die haben ja hier so einen eingebauten BH sozusagen. Und die sind so toll. Und die habe ich bei Lia das erste halbe Jahr ausschließlich getragen. Und da habe ich mir jetzt hier drei Stück eingepackt. Genau, eins direkt nach der Geburt und eins für nach Hause und eins nochmal zum Wechseln. Genau, je nachdem, wie lange wir da bleiben. Und wie die Milch und sowas ist. Nicht, dass man da irgendwie noch eins zum Wechseln braucht. Deswegen habe ich jetzt drei Stück mitgenommen. Dann habe ich einen bequemen großen Schlüpfer, wo auch die Einlagen reinpassen. Ich hatte bei Lia ausschließlich im Krankenhaus die Netzhöschen an und meine eigene Unterwäsche nicht gebraucht. Aber ich nehme jetzt trotzdem eine mit, falls ich das Bedürfnis habe, sowas anzuziehen oder für einen Nachhauseweg oder sonstiges. Ich glaube es aber nicht. Ich bin nämlich auch mit den Netzhöschen nach Hause gekommen beim letzten Mal und ein paar Socken. Und dann habe ich noch zwei Jogginghosen dabei. Einmal eine ganz, ganz dünne, die ist, ja, sehen ja auch, sehr durchsichtig, also die ist wirklich total dünn und die habe ich mir extra jetzt fürs Wochenbett geholt. Die werde ich mitnehmen und dann habe ich einfach noch eine ganz normale Jogginghose. Genau, die ist auch schon ein bisschen fleckig, damit habe ich schon gestrichen und sowas. Also da ist auch nicht schlimm, wenn da Blut drauf kommt und die hatte ich glaube ich sogar auch bei Lia an, direkt nach der Geburt. Genau, hier ist auch nicht schlimm, wenn da Blut drauf kommt. Die habe ich mir, wie gesagt, extra fürs Wochenbett gekauft. Die hat auch nur 3 Euro, glaube ich, gekostet oder sowas. Genau, aber ja, für die Zeit danach, denke ich, passt das ganz gut. Und mehr werde ich auch tatsächlich nicht mitnehmen. Außer eventuell noch ein Kleidchen. Ich habe so ein luftiges, aber das trage ich jetzt noch gerade. Schaue ich mal, aber das kommt jetzt auf jeden Fall schon mal in die Kliniktasche. So, hier ist meine Kliniktasche wieder. Und da habe ich gestern übrigens noch die Spieluhr von der kleinen Maus eingepackt. Wir haben zwei und die, genau, wollte ich hier mit reinlegen. Das süße Schäfchen kann ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken, falls ihr fragt, woher die ist. Genau, und jetzt würde ich einmal hier die Sachen einpacken. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie, also ich denke, ich werde es auf jeden Fall sowieso nochmal umpacken. Weil ich würde mir gerne nach oben legen, das eine Outfit, was ich nach der Geburt anziehen werde. Das habe ich bei Lia auch gemacht. Und das ist mega praktisch und ich glaube, ich mache das direkt. Aber erstmal die zwei Stilltops kann ich ja schon mal so einpacken. Und dann ziehe ich einfach das Graue direkt nach der Geburt an. Mit der Jogginghose, die so ein bisschen luftiger ist. Das ist dann das Outfit, was ich nach der Geburt anziehen werde. Still-BH werde ich nicht anziehen nach der Geburt. Aber auf jeden Fall das Paar Socken, weil bei Lia hatte ich danach, ja, die ganzen, das meinst du, meine alten Socken waren voller Blut. Genau, also das wird das Outfit für direkt nach der Geburt. Den Rest, Still-BH und sowas, packe ich alles so ein, weil das werde ich nach der Geburt nicht anziehen, das weiß ich. Und auch die anderen zwei Hosen kann ich so einpacken. Und auch den Cardigan, oder steht hier gerade drauf, so, genau. Den weißen, den werde ich auch nicht direkt nach der Geburt anziehen. Hatte ich bei Lia auch nicht. Und im Krankenhaus ist es ja auch recht warm. Genau. So, achso, ich habe euch gar nicht gestern noch gezeigt. Gestern noch diesen Overall hier fürs Baby eingepackt. Das ist so ein richtig schöner, kuscheliger
Overall. Ich weiß nicht, ob der zu warm ist im Sommer. Aber den finde ich super praktisch, diese Overalls, weil man die halt eben ganz schnell an- und ausziehen kann. Und ich dachte, falls wir noch irgendwas Wärmeres brauchen oder so, nehme ich das einfach mit. Genau, und das Outfit hier, wie gesagt, Stilltop, Socken und Hose ist dafür direkt nach der Geburt. Das werde ich nachher ganz nach oben legen. Jetzt habe ich hier aber noch kein ganz nach oben, weil ich, ja, meine Seite ist noch recht leer hier. Aber ich packe das da einfach jetzt schon mal so hin, aber schon mal zusammen, dass ich das auf jeden Fall weiß, dass das, genau, dann für die nach der Geburt ist. So. Und dann habe ich vorhin mal auf meine Liste geschaut. Dann habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel, was wir noch brauchen. Die ganzen Unterlagen, Vatersanerkennung, unsere Geburtsurkunden und sowas, das fehlt alles noch. Dann fehlt noch Sonstiges. Ich setze mich jetzt mal kurz hier hin. Ich habe nämlich hier gerade einen Stuhl aufgestellt, weil ich gleich ein Video drehen wollte. Passt ja gerade ganz gut. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Also, das fehlt noch, so Sonstiges, also Snacks, Handtücher, all sowas. Ich habe jetzt halt nur die Kleidung für mich und die kleine Maus. Aber auf meiner Liste stehen auf jeden Fall noch einige Sachen. Ich habe aber heute Morgen schon fleißig abgehakt. Ich zeige euch die Liste dann auch nochmal. Aber jetzt ist erstmal wieder ein kleiner Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich drehe nämlich jetzt kurz ein. Update für euch. So, meine Lieben, die Kliniktasche ist soweit gepackt. Ich habe noch zwei, drei kleine Sachen verändert und dazu getan. Aber jetzt steht sie hier und wir können eigentlich los. Es fehlen natürlich noch ein paar Sachen, die wir eigentlich einfach noch nicht reinpacken können. Aber ich erzähle euch alles und zeige euch alles in dem, ja, Video dann zur Kliniktasche, wo ich dann wirklich alles einmal auspacke und mit euch wieder einpacke. Und da sage ich auch, was noch fehlt und genau, erkläre euch dann natürlich auch noch ein bisschen was dazu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, so ein bisschen vlogartig, fand ich ganz cool. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!